Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Homeoffice-Chorprobe für Hoch die Tasse. Ich hoffe, der Einstieg hat euch schon Spaß gemacht. Wir schauen heute den Rest des Liedes. So viele andere Sachen kommen gar nicht mehr. Im letzten Chorus wird es dann nochmal spannend. Und genau, wir legen direkt los. Ich hoffe, ihr seid schön warm gesungen. Wenn nicht, wie gesagt, schaut gerne nochmal bei vergangenen Homeoffice-Proben vorbei. Da ist immer ein Warm-up am Anfang mit dabei. Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß. Wir starten mit den Bässen. Wir schauen auf der Seite 3. Ich fürchte, die Seiten haben keine Nummerierung. Schreibt euch die doch vielleicht einfach nochmal handschriftlich drauf. Die Seite 3 ist die, wo Takt 22 links oben ist. Und genau, wir hatten ja schon den Chorus einschließlich auch gemacht. Wir haben die wichtigen Sachen besprochen, dass wir hier in diesem Swing-Feeling sind, dass wir diese Kontrabass-Funktion haben, die gezielte Pausen hat, ansonsten aber ganz, ganz legato ist, ganz gebunden gesungen sein will. Und genau, wir schauen jetzt einfach die zweite Strophe. Die beginnt in Takt 29, Vers 2 steht da und ist im Grunde genau das gleiche wie bei der ersten Strophe. Kein Problem. Die Übergänge schauen wir uns gleich nochmal an. Versucht doch einfach direkt mitzumachen. Takt 29. 4, 5 und 6. Ist tatsächlich genau das Gleiche. Nichts Neues für uns. Wichtig ist noch kurz der Übergang vom ersten Chorus zur zweiten Strophe. Wir schauen da nochmal kurz rein. Das ist wieder auf der Seite 3 in der Mitte. Takt 27, hört es euch einmal gerade an. Da, dam, ba, da. Nächste Strophe los. Das hier ist wieder diese fiese Oktave. Du, dumm. Einmal üben und du, dumm. Du, dumm. Kriegen wir gut hin. 27. 4, 5 und 6. Da, 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 da. Das kennen wir schon. Auch der zweite Chorus unterscheidet sich nicht von dem ersten. Ich schaue einmal kurz. Genau, der Schluss ist dann anders, denn da dürft ihr dann endlich auch mal ein bisschen Text mitsingen. Schauen wir uns gleich an. Wir starten wieder in 38. Seid nochmal ganz streng mit euch, dass diese Oktaven wirklich wieder super clean sind. Dum, dum, ba, dum. 38, 4, 5, 6. Dum, dum, ba, dum, du, ba, dum, ba, dum, du, 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 dum, dum, ba, dum, du, ba, du, 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 ba, dum, dum, ba, dum, du, ba, dum, ba, dum, da. Kurz nach. Nee, es ist bis einschließlich Takt 45 ist es identisch mit dem ersten Chorus. Wir schauen den dritten Chorus. Hier dürft ihr mit Text singen. Der geht folgendermaßen. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an,
glaub mir. Das ist leider nur ganz kurz. Aber dadurch umso abwechslungsreicher und reizvoller. Und ihr dürft ja auch einmal in die hohe Lage gehen. Ja, alles klar. Wir schauen gemeinsam Takt 47. Hoch die Tasse. 4, 5, 6. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Glaub mir, denkt dran, dass wir auch hier immer im Swing-Feeling bleiben. Sechzehntel sind hier in diesem Fall. Deswegen bitte auch Tasse, da lässt es stoßen wir an, glaub mir. Alles schön geswungen. Wir nehmen den Takt vorher mit, der klingt so. Da, dam, bedu, du, du. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen. Ja, die 1 ist frei in 47. 46. 4, 5, 6. Da, dam, bedu, du, du. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Glaub mir. Zwei Kleinigkeiten. Stoßen wir an, genau, bei dem an einfach zügig aufs N gehen. Nicht künstlich schnell, aber nach natürlichem Sprachrhythmus schnell. Also nicht stoßen wir an, sondern stoßen wir an, glaub mir. Genau. Ein letztes Mal, Takt 46, dann geht's weiter. 4, 5, 6. Da, dam, bedu, du, du. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an, glaub mir. Du, dum, dum, badum, dum, badum, du, badum, badum, dum, du, badum. Wichtige Sachen. Tag 52 habt ihr gesehen, da ist ein kleines Extra-Motiv. Das kannten wir vorher noch nicht. Und Takt 54 ist auch ein bisschen anders. Wir machen es nochmal ab 52. Hier geht's los. 4, 5. Selbe nochmal. 52, 4, 5. Bis dahin. Und die letzten beiden Takte haben ein Ritardando, das heißt, wir werden langsamer. Die anderen singen. Irgendwann holen wir ihn nach den schönsten Tag im. Ja, das würde der Alt singen. Entsprechend werden wir auch ein bisschen langsamer. Ab 55, ich sing's nochmal. Tag im Jahr. Einmal nur der letzte Takt. Hier geht's los. 4 und 5 und 6. Tag im Jahr. Wunderbar, kein Problem. Wir starten in 51. 4, 5. Dum, dum, ba, dum, du, ba,
Wunderbar, wunderbar. Die erste Strophe, beziehungsweise die zweite Strophe brauchen wir nicht zu wiederholen. Lasst es uns ruhig nochmal ab dem zweiten Chorus machen bis zum Schluss. Dann haben wir die wichtigen Sachen nochmal in Zusammenhang. Ich mache euch auch nochmal ein separates Video, wo dann die Stimme von vorne bis hinten komplett zum Mitsingen für euch ist. 38. Dum, dum. Ihr wisst Bescheid. 4, 5. Dum, dum. Geschafft und wir sehen uns dann wieder bei dem Komplettdurchlauf. Weiter geht's mit euch, liebe Altistinnen. Wir schauen auch auf Seite 3. Wenn die Seiten bei euch nicht nummeriert sind, schreibt sie doch kurz einmal handschriftlich drauf. Seite 3 ist, wo Takt 22 links oben ist. Das ist der erste Chorus. Wir haben es ja bis einschließlich dem ersten Chorus geübt. Die dritte Strophe, die jetzt kommt, ab Takt 29 bzw. Vers 2 steht hier, eigentlich ist es die dritte Strophe, ist nochmal neuer Text für euch, für die anderen Stimmen nichts Neues, das heißt, die können ganz entspannt wiederholen, was sie schon kennen. Und der letzte Chorus wird dann für alle nochmal eine Variation. Ich sing's euch einmal vor, Takt 29 mit Auftakt. Saal war längst gemietet, das Menü lang geplant. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft für euch Reis. Und ihr gebt euch das Ja-Wort im allerkleinsten Kreis. Okay. Auch hier wollen wir wieder sorgfältig und langsam uns die einzelnen Phrasen anschauen, weil der Rhythmus, ja, wie wir schon bei der ersten Strophe gemerkt haben, mal ist es eine Sechzehntel, mal ist es eine Achtel. Damit das synchron funktioniert, müssen wir das alle gründlich üben. Erste Phrase, Takt 29, hört es euch nochmal an. Der Saal war längst gemietet, das Menü lang geplant. Euch. Eins, zwei. Der Saal war längst gemietet, das Menü lang geplant. Wieder zwei Sachen wichtig, diese kleine Schlenke. Das Menü kann, wie gesagt, minimal sein. Und das T von geplant bitte wieder direkt auf die Sechzehntel nach der übergebundenen. Da, wo die Pause auch ist. Ich sing's nochmal. Nü lang geplant. Da kommt es hin. Der Saal, 4, 5. Der Saal war längst gemietet, das Menü lang geplant. Nächste Phrase. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt. Ganz ähnlich, auch wenn wir hier so viel Konsonanten haben, bestätigt, soll es doch vom Gefühl her eine zusammenhängende Legato-Phrase sein.
trotzdem gerne swingen. Wie im ganzen Stück. Und Standesamt wieder frühes Tee. Ich mach's nochmal. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt mit euch eins. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt letztes Mal eins. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt. Einmal zuhören. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft für euch Reis. Na das? Achtung, eins, zwei. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft für euch Reis. Genau. Macht ruhig das jetzt, also lass es bei einem J-E-T-Z sozusagen. Also es muss nicht jetzt Blumen sein, sondern so wie das MN von Blumen gerne ein bisschen weich genuschelt. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft. Genau, bei Blumen bitte nicht Blumen, Blumen, einfach Blumen. Gemeinsam. Eins, zwei. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft für euch Reis. Und das S wie immer. Frühzeitig. Und der Schluss. Und ihr gebt euch das Ja-Wort im allerkleinsten Kreis. Genau. Euch das Ja-Wort. Alles im Offbeat. Gebt euch das Ja-Wort im allerkleinsten Kreis. Und ihr gebt eins. Und ihr gebt euch das Ja-Wort im allerkleinsten Kreis. Und das S von Kreis, wie bei der Parallelstelle bei der ersten Strophe, das war Takt 9 mit dem T von Gültigkeit. Auf die 16. vor der Zählzeit 4. Kreis. Sorry, vor der Zählzeit 3. Kleinsten Kreis. Oh. Nur kleinsten Kreis. Eins, so. Kleinsten Kreis. Oh. Und den Rest kennt ihr. Doch niemand streut jetzt Blumen. 33. Achtung, eins, zwei. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft für euch Reis. Und ihr gebt euch das Ja-Wort im allerkleinsten Kreis. Oh, hoch die Tasse. Und das können wir schon. Okay, schön. Ganze Stelle, Abtakt 29. Übergang vom Takt vorher machen wir gleich nochmal. Obwohl, nee, komm, lass ihn uns vorher machen, dann können wir es in einem Durchlauf nehmen. Oh, das haben wir noch im Takt vorher. Ich sing's nochmal ab Takt 26. Tag im Jahr. Oh, der Saal war längst. Ja, das ist diese Stelle, wo ich sagte, bitte das Tag im Jahr unbedingt so lange aussingen, wie das hier auch notiert ist. Denn zum Beispiel der Tenor hat Tag im Jahr, da-dam, ba-du, ba-du-dum. Und das soll da so schön reinlappen. Deswegen wichtig, Tag im Jahr bitte genauso lang singen, wie notiert. Mit euch 26 und dann weiter. Tag im Jahr. Oh. Der Saal war längst gemietet, das Menü lang geplant. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt. Doch niemand streut jetzt Blumen, keiner wirft für euch Reis. Und ihr gebt euch das Ja-Wort im allerkleinsten Kreis. Oh, hoch die Tasse,
Im Geiste stoßen wir an, glaub mir, so jung kommen wir nicht mehr nicht zusammen. Lebe hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Oh. Bis dahin erstmal. Gut. Chorus hatten wir ja schon ausführlich geprobt. Denk nochmal an die wichtigen Sachen. Stoßen wir an, glaub mir. Da unbedingt dranbleiben. Das Lebe hatten wir schon über den Rhythmus gesprochen. Krachen denkt an die Töne, dass die nicht weggenuschelt sind, sondern krachen. Also Achtung, ich meine nicht nuscheln, Artikulation, sondern die Tonklarheit. Also nicht krachen, sondern krachen. Dass wir da die Töne wirklich genau hören. Der Rest ist eigentlich genau gleich, wie wir es sowieso schon kennen. Tag im Jahr am Schluss ist dann ein bisschen anders, denn der Chorus wiederholt sich. In dem dritten Chorus, Tag 47, ist folgende Änderung. Der Bass singt hier einmal mit Text, aber nur zwei Takte. Dann ist Tag 49 etwas sanfter. Da singen dann alle drei anderen Stimmen außer euch eine sanfte Begleitung auf Hu. Und dann Lebe in Tag 50. Und 51 wird dann wieder, wie wir es kannten, aus den vorherigen Chorusen. Und die letzten beiden Takte sind dann nochmal ein bisschen sanfter und wir haben ein Ritardando, wir werden langsamer. Wir versuchen es ab 45, das ist zwei Takte vor dem letzten Chorus, Tag im Jahr, mit euch. Eins, zwei. Tag im Jahr, oh, hoch die Tasse. Im Geiste stoßen wir an, glaub mir, so jung kommen wir nicht mehr nicht zusammen. Lebe hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag. Okay, wichtig, dieses Mezzo-Piano in Takt 49. Für euch ist wichtig, leiser, aber nicht viel leiser, denn ihr seid nach wie vor die Melodie und euch muss man als wichtigste Stimme wahrnehmen. Und dann gerne Crescendo, wie das auch notiert ist, in Takt 50. Nicht zusammen lebe hoch. Und der ist dann wieder kräftig. Genau. Und kurz vor Schluss wird es dann langsamer. Gleiche Stelle. 45. 1, 2. Tag im Jahr. Oh, hoch die Tasse. Im Geiste stoßen wir an. Glaub mir, so jung kommen wir nicht mehr nicht zusammen. Lebe. Hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Ritterlando. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Genau. Okay, super. Nicht viel Neues. Wichtig sind diese kleinen Variationen, von denen ich gesprochen habe. Lasst uns noch einmal ab dem zweiten Chorus bis zum Schluss machen. Ich mache euch auf jeden Fall auch noch ein Video, wo ihr das komplett von vorne bis hinten eure Stimme mitsingen könnt. Genau, jetzt zum Schluss noch einmal 38. Eins, zwei. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Glaub mir, so jung kommen wir nicht mehr nicht zusammen. Lebe hoch,
was krachen, ist die Zeit auch bizarr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Oh, hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Glaub mir, so jung kommen wir nicht mehr nicht zusammen. Lebe hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Alles klar, wunderbar. Dann sehen wir uns bei den Komplettdurchläufen wieder. Weiter geht's mit euch, liebe Sopräne. Wir schauen auf Seite 3. Ich glaube, bei euch sind die Seiten auch nicht nummeriert. Macht's doch handschriftlich einmal kurz durch, dann können wir uns orientieren. Seite 3 ist die mit Takt 22 links oben. Genau, das ist der Chorus, den wir schon geübt haben. Und danach kommt die nächste Strophe ab Takt 29. Da ändert sich für euch erstmal nichts im Vergleich zur ersten Strophe. Das heißt, ihr könnt hier wunderbar entspannt dem Alt eine Grundlage, eine Fläche liefern, denn für die kommt neuer Text, logisch. Und genau, am Ende wird es dann nochmal ein bisschen variativer. Wir versuchen es ab Tag 29. Euer Ton. 1, 2. Kurz nachgucken. Das und Standesamt ist natürlich anders und der Takt danach ist auch anders. Ja, dieses Motiv, das kennen wir schon, aber der Takt 33, den hatten wir beim ersten Mal noch nicht. Okay, wir schauen uns nochmal das und Standesamt an. Das kommt deswegen, weil der Alt singt. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt. Und ihr singt mit und Standesamt, nur das Ort. Und Standesamt. Genau, wieder schnelles T hinten dran. Ich mach's nochmal ab 31, hört sich nochmal an. Und Standesamt. Mit euch, Takt 31. 4, 5. Und Standesamt. Komplette zweite Strophe nochmal. Oder nehmen wir vielleicht die Takte vorher noch mit. Ihr erinnert euch, hier hatten wir eine mini gesplittete Stelle in Takt 28. Sopran 2 singt du, bedudum. Und Sopran 1 singt du, bedudum. Ja. Wir starten bei Tag im Jahr 26. Das ist euer Ton. 4, 5. Tag im Jahr, da-dam, bedu, bedudum, hu, hu, du, du, hu,
Straße, im Geiste stoßen wir an. Oh, so jung kommen wir nicht mehr, nicht zusammen. Lebe hoch, lass krachen. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Oh. Bis dahin. Okay, ich muss auch schnell nochmal nachgucken, ob wir irgendwelche Änderungen hatten vom ersten zum zweiten Kurs. Nein, die sind identisch. Kein Problem, können wir so lassen. Der letzte Chorus ist noch einmal interessant, denn da geht der Bass einmal aus seiner Kontrabassfunktion raus und singt Text mit. Wir starten erstmal kräftig in 47. In 49 sind wir dann ganz sanft, da haben nämlich alle eine Hu-Begleitung außer dem Alt. Und dann in Takt 51 ist nochmal richtig kräftig. Ist auch so ein Crescendo, eine Crescendo-Klammer über Takt 50 über dem Schluss, ihr seht's. Ich mach's einmal ab Tag im Jahr, Takt 45. Lest einmal mit. Tag im Jahr, oh, hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an, glaub mir. Lebe hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Oh, 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 ah. Bis dahin erstmal. Der Teil hat auf jeden Fall noch einige Änderungen. Einmal direkt Takt 47 mit Auftakt. Mit diesem O vorne dran. Achtung. Eins, zwei. Oh, hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an, glaub mir. Einmal zuhören. Lebe. Am Ende gerne crescendieren mit dem Lebe und dann auf die Eins. Hoch sind wir wieder kräftig. 49, die Hu-Stelle. Eins, zwei. Lebe hoch. Kein Problem, nochmal. 4, 5, 6. Lebe hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Das ist ein bisschen anders als beim ersten Mal. Direkt mit euch hoch, lass krachen. 51, 4, 5, 6. Hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Einmal nur, ihr hattet vorher immer Hu statt Zeit auch bizarr. Also ihr singt hier zum ersten Mal Text. Insofern müsst ihr nichts umlernen, sondern einfach wissen, okay, wenn wir aufs Text singen, dann so. Nochmal, 51, 4, 5, 6. Hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Einmal zuhören. Oh, 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 ah. Nur das. 4, 5. Kommt noch. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Da werden wir dann langsamer. Über 55 steht Ritt, also Ritardando. Und wir werden auch ein bisschen sanfter. Letzten beiden Takte mit Auftakt. Eins. Irgendwann holen wir ihn nach, schönsten Tag im Jahr. Wunderbar.
wunderbar. Eine Kleinigkeit noch, wir müssen von dem O nach dem A dürfen wir nicht zu lange entspannen, denn das irgendwann geht dann doch relativ zügig weiter. Hört es euch nochmal an, ab 53. Gleiche Stelle. Eins, zwei. Oh, 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 ah. Irgendwann holen wir ihn nach den schönsten Tag im Jahr. Kein Problem. Okay. Ab wo machen wir es nochmal? Den Chorus 2 ab 38 können wir eigentlich schon, wunderbar. Dann lasst uns nochmal ab 45 machen bis zum Schluss. Dann haben wir das, diese geänderten Teile nochmal im Zusammenhang. Tag im Jahr. Euer Ton. 1, 2. Tag im Jahr. Oh, hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Glaub mir, ist die Zeit auch bizarr. Oh, 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 ah. Irgendwann holen wir ihn nach den schönsten Tag im Jahr. Wunderbar. Okay, sehr schön. Dann sehen wir uns wieder bei dem nächsten Video bzw. der nächsten Audiospur, wo es nochmal einen Komplettdurchlauf von vorne bis hinten gibt. Weiter geht's mit euch, liebe Tenöre. Wir schauen auch auf Seite 3. Nummeriert euch doch gerne auch die Seiten einmal durch. Die Seite 3 ist, wo Takt 22 links oben ist. Da ist gerade der erste Chorus. Den haben wir geprobt und in Takt 29 geht es dann zur nächsten Strophe weiter. Die nächste Strophe ist sehr ähnlich, nicht identisch, denn ihr habt auch einen kleinen Texteinwurf und auch sonst gibt es den ein oder anderen Ton. Ich singe es einmal vor ab 29. Genau, es ist eigentlich nur minimal anders für euch, nämlich mit dem und Standesamt. Machen wir gleich, wir starten nochmal in 29. 4, 5. Und jetzt kommt und Standesamt. Das kommt deswegen, weil der Alt singt. Der Termin war bestätigt von Kirche und Standesamt. Und ihr ergänzt mit dem Sopran zusammen dieses und Standesamt und habt danach sofort ein O-Motiv. Ich mach's mal ab Takt 32. Und Standesamt, O. Oh. Bei und Standesamt ist wichtig und das D kommt quasi auf die Swing 16. Und Standesamt. Und das T von Amt genauso. Und Standesamt. Oh, oh, oh. Eins. Und Standesamt. Oh, oh. Mit euch. Tag 32. Eins, zwei. Und
Standesamt. Oh. Direkt nochmal. Ort. Und Standesamt. Oh. Problem. Wunderbar. Das Unstandesamt reinzukommen ist kein Problem, denn ihr habt den Takt 31. Und auf demselben Ton. Unstandesamt. 29. Oder nehmen wir vielleicht noch ein paar Takte von vorher mit, dass wir den Übergang haben. Ihr erinnert euch, wir haben dieses Da-dam, ba-du, ba-du-dum. 27. Wir starten Tag im Jahr 26. Euer Ton. 4, 5. Tag im Jahr. Da-dam, ba-du, ba-du-dum. Hu. Standesamt. Oh, Ada. Oh, du, du, oh. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Oh, so jung kommen wir nicht mehr, nicht zusammen. Der Chorus ist genauso, wie wir ihn schon kennen. Denkt nochmal an die wichtigen Sachen. Immer wenn ein O kommt, kriegt das ein Glottis. Zum Beispiel in Takt 37. Hu, oh. Oder in Takt 39. Stoßen wir an. Oh. Und dann ist noch wichtig das Krachen. Denkt dran. Krachen. Dass man die Töne wirklich als solche wahrnimmt und das nicht wegschlunzt. Lass krachen. Das ist wichtig. Und den Rest kennen wir eigentlich schon komplett. Jetzt kommt noch eine Wiederholung vom Chorus mit ein bisschen Variation. Und zwar singt der Bass hier auch einmal Text mit für zwei Takte. Startet kräftig. Dann werden wir in 49 ganz sanft, alle außer dem Alt haben eine sanfte Hu-Begleitung. Und dann crescendieren wir nochmal am Ende von 50 und in 51 ist es dann nochmal ganz kräftig, wie wir es kennen aus den vorherigen Refrains. Ich mach's einmal ab 45, Tag im Jahr. Lest einmal mit. Tag im Jahr, oh, hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an, glaub mir. Lebe hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Bis dahin erstmal. Okay, ihr merkt, das Glaub mir singt ihr diesmal mit. Glaub mir. Und danach die Hus schauen wir uns gleich in Ruhe an. Nochmal die ersten beiden Takte, 47, mit Auftakt. Ah, so. Oh, hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an, glaub mir. Nun bis dahin, mit dem Glaub mir, gleiche Stelle, ah, so. Tasse, im Geiste stoßen wir an, glaub mir. Weiter geht's. Einmal zuhören. Huh.
dem Hu in 49 geht's los. Achtung, es beginnt auf die zweite Achtel. 4, 5, 6. Hu. Wieder ein bisschen anders, denn ihr singt diesmal Ist die Zeit auch bizarr mit. Das hattet ihr vorher nicht. Hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Da geht's richtig hoch hinaus mit euch. 51, 4, 5, 6. Hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. 4, 5, 6. Nächsten beiden Takte. Nur das. Ihr merkt, ihr habt da eine schöne Major 7. 53, 4, 5. Dreh nochmal, 4, 5. Wunderbar. Und die letzten beiden Takte sind dann nochmal eine Wiederholung dieser Phrase. Irgendwann holen wir ihn nach. Und wir singen wieder den Text mit und wir werden ein bisschen langsamer. Ritardando, ihr seht es über Takt 55. Das klingt so. Irgendwann holen wir ihn nach, den schönsten Tag im Jahr. Mit euch. Unser letzter Chorus. Hoch die Tasse. 4, 5, 6. Hoch die Tasse, im Geiste stoßen wir an. Glaub mir, lebe. Hoch, lass krachen, ist die Zeit auch bizarr. Ihr merkt, wir dürfen nach Takt 54 nicht zu lange uns auf dem A entspannen, weil das irgendwann geht dann doch relativ schnell weiter. Irgendwann holen wir. Und so weiter. Okay, den Chorus müssen wir davor eigentlich nicht nochmal wiederholen. Wir machen es nochmal ab Takt 45, Tag im Jahr. Los, Tag 4, 5. Thank you.
Bis dahin, wunderbar, schön. Okay, wir sehen uns dann einfach wieder auf der nächsten Audiodatei bzw. dem nächsten Video, wo ich euch dann einen Komplettdurchlauf mache von vorne bis hinten.